verarbeitest es dann, wenn das jetzt lang genug weg ist, um zu wissen, was es kann. Man genießt dann deine Bilder, die fast keiner je versteht, nur die Freude, sie zu sehen. Ist wohl das, worum es geht. Du kennst deine Grenzen meistens, bist auf deinen Weg fixiert. Und was anfangs ungut aussieht, ist doch das, was dann gut wird. In der Mitte deines Kopfes schläft ein wachsamer Soldat, der sobald er in den Krieg zieht. Alles aufgibt, was er hat. Aber hinter dir und vor dir, doch am meisten noch daneben, steht der Himmel, stehen die Wolken, steht die Stadt nur deinetwegen. Still versäume nicht zu sagen, was dir wirklich viel bedeutet. Es gibt Menschen, es gibt Freunde. Aber meistens sind es Leute. Schönheit viel zu oft, um wahr zu sein. Schöne Bücher oder Tücher oder auch ein schöner Reim. Du willst wissen, suchst die Wahrheit in dem Buch, das einst hier lag. Zwischen Nettigkeit und Schönheit. Oft mehr als nur ein Tag. Im Museum siehst du das Bild, in dem mehreres vereint ist, in dem jeder Strich gemeint ist und nichts Einzelnes allein ist. Und es fließt alles zusammen und erzeugt ein Feuerwerk aus der Arbeit der Gedanken. Und der Farbe, die sie färbt. Und wenn dich die Wahrheit findet, halte sie so fest du kannst. Denn die Wahrheit ist aus Seide und ist allzu bald verbrannt. Sei mal laut,
das Licht wird immer heller. Es gibt tausend Möglichkeiten, eine davon ist gewiss, dass du einfach gar nichts tust und dabei auch nichts vermisst. Und du wirst dich nach dir sehen. An der Traumlandschaft gekratzt und doch lange noch nicht dort, liegst du auf deiner Matratze. Hellwach sprichst du kaum ein Wort. Du erlebst nur, was in dir lebt, nur dass du es nicht vergisst, dass der Mönch, der in dir aufschaut, nur der halbe Künstler ist. Ich hab keine Lust auf gar nichts, was ich will, hat bald ein Ende. Was ich hier genau erkläre, hat nichts mit all dem gemein. Es geht immer ums Vollenden und den Super Bowl. Mit der Zeit, ja. Ein kurzes. Möglichst gründlicher Art durchzugehen.
dazwischen. Ich glaube, ich verliere sie an diese langweilige Diskussion. Wenn sie nicht so platt und ungesund wäre, würde ich eventuell schon in Erwägung ziehen, einen erschreckenden Satz an die Wand zu sprühen, damit ihn jeder, wirklich jeder von allen liest und hasst. Wenn sie nicht so platt und ungesund wäre, würde ich eventuell schon in Erwägung ziehen, einen erschreckenden Satz an die Wand zu springen, damit ihn jeder, wirklich jeder von allen liest und hasst. Aber wozu? Aber wozu? Liegst in der Luft und bleibst an dem Plafond mit Augen aus Dunst und einem Kopf voll Auszugspotenzial, das möglicherweise irgendwann ausbrechen kann auf dich und auf mich und auf alle, die dich hören. Sie werden dich fragen, was dich so verstört, und du wirst nur sagen, es ist nicht schlimm, es ist nur so, dass ich weiterkommen will, aber der Taxifahrer irgendwie alles so viel besser formuliert als ich. Okay. Hast du keine Ahnung, was dich erwartet, aber das ist gut, solange ich irgendwas erwarte, das du nicht erwarten kannst. Und wenn du es erfährst, weißt du nicht, dass es wirklich ist, sondern glaubst, es ist verkehrt und nur wie ein Spiel, in dem du den falschen Charakter ausgesucht hast, obwohl eigentlich so perfekt zu dir passt, wie sonst gar nichts, und du singst und schweigst und schreist und lachst, aber sagst du trotzdem nur die ganze Zeit, aha, aha. Du kannst es nicht verfehlen, wenn du wirklich länger und öfter und immer mehr und dauernd und ständig und niemals nicht und irgendwie ohne Sinn, aber doch völlig logisch deine ganzen Sachen so gut du halt kannst, sichtbar machst.
andere Seiten, natürlich nicht so oft, aber oft genug, um zu wissen, wohin sie letztendlich führen. Es sei denn, es passiert etwas Unerwartetes, dass die Straßen länger ziehen, als sie in Wirklichkeit sind, aber ich bin aus dem Ganzen wenigstens immer noch raus. Danke. Vielen, viel Spaß noch am Volksschulfest. Danke, Raphael. Okay, okay, okay. Danke.